Heute geht es auch um den Kampf im Geist. Im Glauben daran, dass die Siegeskrone euer und unser ist. Ich möchte beten. Lieber Vater, vielen Dank für dein Wort aus der Apostelgeschichte, wodurch du uns hilfst, als mutige Zeugen Jesu für die Verkündigung des Evangeliums zu leben. Danke, dass du uns durch die heutige Lektion helfen willst, wie die erste Gemeinde für die geistlichen Leiter unaufhörlich zu beten. Gib mir ein demütiges Herz für dein Wort und lass mich als den Diener deines Wortes dein Wort verkündigen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. In der letzten Lektion haben wir Gottes Ratschluss für die Weltmission kennengelernt. Gott offenbarte Petrus in einer Erscheinung sein Herz auch für die Heiden, für die ganze Welt. Petrus nahm Gottes Herz für die Heiden an, indem er Gottes Befehl hörte. Steh auf, Petrus, schlachte und iss. Er verkündigte den Heiden das Wort. Was passierte? Der römische Hauptmann Cornelius, sein Haus und viele Heiden bekehrten sich zu Gott. In Antiochia wurde eine Gemeinde gegründet, in der die Jünger sogar zuerst Christen genannt wurden. Wir dürfen unsere Herzen weit machen, indem wir die Studenten durch das Bibelstudium zu Gott führen und Gottes Ratschluss für die Weltmission erfüllt bekommen. Im heutigen 12. Kapitel geht es darum, dass nicht Herodes, sondern Gott der Herrscher und der wahre König der Geschichte ist. Inmitten der grausamen Verfolgung durch Herodes befreit Gott Petrus aus dem Gefängnis und lässt sein Wort ausbreiten und mächtig werden. Gott errettet auch heute die geistlichen Leiter und jungen Menschen am Campus, um sie als Hauptpersonen für sein Weltheilswerk zu gebrauchen. Ich bete zu dem Herrn, dass wir die Macht des Gebets der ersten Gemeinde kennenlernen und in diesem Sommersemester 2023 dem Zweierbibelstudiumswerk, dem Werk der geistlichen Mobilisierung der nächsten Generation und der Errichtung von Missionsstützpunkten für die M-Mission einflussreich dienen dürfen. Die Botschaft hat zwei Teile. Und der erste Teil ist, die Gemeinde betete ohne Aufhören. Verse 1 bis 17. Vers 1 beginnt mit den Worten, um diese Zeit. Diese Zeit war eine Zeit des mächtigen Wirkens Gottes, wie wir in den letzten Wochen kennengelernt haben. Gott wirkte durch die Gemeinde nicht nur in Jerusalem, sondern auch in Antiochia. Die Jerusalemer Gemeinde sandte ihren hervorragenden Bibellehrer Barnabas nach Antiochia aus. Dort lehrten Saulus und Barnabas ein ganzes Jahr das Wort. Was geschah? Durch das Bibelstudium kamen viele zum Glauben. Nicht nur das, sondern sie erkannten, dass Jesus der Herrscher ihres Lebens ist, sodass sie ihr ganzes Leben Jesus allein weihten, sodass die Bibel darüber sagt. Und die Jünger wurden zuerst Christen genannt. Wie handelte aber König Herodes gerade in dieser Zeit des Wirkens Gottes? Schauen wir uns den Vers 1 bis 3 an. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Wo es das Werk Gottes gibt, da gibt es auch immer das Werk des Satans, der neidisch ist. Es ist hier die Rede von Herodes Agrippa dem Ersten, der von 10 vor Christus bis nur 44 nach Christus lebte, nur 54 Jahre alt wurde, weil er wegen der Sünde vom Engel Gottes geschlagen wurde. Da er den Juden gefallen wollte, ließ er einige Christen verhaften und foltern. Doch das war ihm nicht genug.
Er ermordete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und auch das war nicht alles. Einen Leiter hinzurichten war ihm nicht genug, sodass er auch Petrus gefangen nahm, um noch mehr Ansehen vom jüdischen Volk zu bekommen. Jakobus' Hinrichtung und die Gefangennahme des Petrus stellten eine ernsthafte Gefahr für die Gemeinde dar. Eine Gemeinde ohne Leiter geht zugrunde. Darum ist es Satans bekannte Strategie und sein Ziel, insbesondere die Leiter und danach das gesamte Werk Gottes zu vernichten. Was aber tat die Gemeinde inmitten dieser listigen Anfechtung des Satans? Wollen wir den Leitvers 5 gemeinsam lesen? Bitte. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Hier können wir einige Punkte über das Gebet der Gemeinde in Jerusalem kennenlernen. Erstens, die Gemeinde betete. Der Autor Lukas nennt hier nicht nur zwei oder drei Gebetsleute, die sich gerade versammelt hatten, sondern er betont, dass die gesamte Gemeinde sich versammelte und zu Gott betete. Auch in Vers 12 heißt es, dass viele Christen aus der Gemeinde Jerusalems in Marias Haus versammelt waren, um dort zu beten. Sie dachten nicht, dass ihre Teilnahme am gemeinsamen Gebet optional oder irrelevant sei. Sie glaubten, dass Gott ihr gemeinsames Gebet erhört. Sie wussten, dass sie alle wichtige Glieder am Leib Christi sind. Das Gebet der gesamten Gemeinde war auch die Kraftquelle für das Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsttag. Das Gebet der gemeinsamen Gemeinde bewirkte auch, dass die Gläubigen trotz des hohen Widerstands durch den Hohen Rat das Wort mit allem Freimut predigten. Zum Zweiten, die Gemeinde betete ohne Aufhören. Niemand konnte Petrus aus dem Gefängnis holen. Es heißt, dass von 4 Abteilungen von je 4 Soldaten ununterbrochen Petrus bewacht wurde. Es war also nur eine Frage der Zeit, bis Herodes Petrus öffentlich den Prozess machte. Menschlich betrachtet hätte die Gemeinde mit dem Beten sofort aufhören sollen, weil es sowieso keine Hoffnung mehr für Petrus gab, nicht wahr? Es ergibt einfach keinen Sinn. Aber nein, obwohl diese Lage ausweglos war, betete doch die Gemeinde Tag und Nacht für Petrus. Beten war eine Sache auf Leben und Tod. Das Gebet war ihr Glaube daran, dass sie selber nichts tun konnten. Aber Gott, der allmächtige Herr, alles tun kann. Ja, dass er sogar Petrus aus dem Gefängnis befreien, aus der Todesgefahr erretten kann. Drittens, die Gemeinde betete für Petrus. Sie beteten für Gottes Knecht und für den Leiter Petrus. Sie beteten für seine Befreiung, damit er weiter als Gottes Knecht und Diener die Mission Gottes erfüllen könnte, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu bringen. Das Gebet der Gemeinde für die Leiter ist sehr wichtig. Apostel Paulus schreibt dazu in Epheser Kapitel 6 zur Gemeinde in Ephesus. Betet alle Zeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, zu verkündigen das Geheimnis des Evangeliums. Gott will, dass seine Gemeinde besonders für die Leiter betet, nicht nur um Gottes Schutz zu bekommen, sondern auch mit allem Freimut das Evangelium bis ans Ende zu verbreiten. Viele Leute Gottes beten ohne Aufhören für einen jungen Missionar der dritten Generation. Vor kurzem hat er seinen 18. Geburtstag gefeiert. Beten wir ohne Aufhören für ihn zu Gott, dass er als ein globaler geistlicher Leiter für Gottes Errettungswerk und guter Hirte für ein großes Volk heranreift.
sehen wir uns nun an, welchen Glauben Apostel Petrus im Gefängnis hatte. Was könnt ihr sehen? Er schlief. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen zwei Soldaten, mit zwei Ketten gefesselt, und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Nach Jakobus Märtyrertod stand nun der des Petrus bevor. Aber Petrus war erstaunlicherweise gar nicht von Furcht überwältigt. Ganz im Gegenteil, er schlief voller Frieden Gottes. Woher kam dieser Friede? Petrus' Schlaf inmitten der Todesgefahr bezeugt seinen Märtyrergeist, dass er bereit war, als ein Märtyrer für Gott zu leben oder zu sterben. Er hatte Zuversicht in die Auferstehung von den Toten und auf das himmlische, ewige Reich Gottes. Petrus war entschlossen, Gott zu dienen, sei es durch Leben oder Tod. Sein einziges Ziel bestand darin, das Evangelium bis an die Enden der Erde zu verkündigen und Gott allein zu verherrlichen. Petrus suchte seinen Frieden nicht in besseren Bedingungen, sondern fand den Frieden Gottes im Vertrauen auf den allmächtigen und souveränen Gott. Habt auch ihr solch einen Frieden in eurem Herzen wie Apostel Petrus? Es gibt auch nicht wenige Menschen, die, obwohl sie nicht schlafen, keinen Frieden haben. Aber Apostel Petrus schlief und hatte Frieden. Lernen wir nun kennen, wie Gott Petrus aus dem Gefängnis befreite, indem wir uns die Verse 7 bis 10 anschauen. Lesen wir dazu den Vers 7 gemeinsam. Bitte. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Gemäß Gottes Ratschluss war es für Petrus noch nicht die Zeit, als Märtyrer zu sterben. Es war Gottes Plan, ihn aus dem Gefängnis zu befreien. Der Engel Gottes befahl Petrus, schnell aufzustehen, seine Schuhe anzuziehen, sich zu gürten, seinen Mantel umzuwerfen und ihm zu folgen. War das einfach? Nein, es gab drei Hindernisse. Die erste Wache, die zweite Wache und das eiserne Tor. Aber jedes Mal gehorchte Apostel Petrus der Anweisung des Engels, ohne zu wissen, was wirklich geschehen war. Er gehorchte durch den einfachen Gehorsam des Glaubens. Da erfuhr er, dass er von dem Gefängnis und von allen Wachsoldaten ganz befreit wurde. Wollen wir auch den Vers 11 gemeinsam lesen und das Zeugnis des Petrus kennenlernen? Bitte. Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Als Petrus der Anweisung Gottes durch den Gehorsam des Glaubens folgte, erkannte er, Gott ist der souveräne Lenker und mein Gott, der mich gnädig geführt hat und der auch seinen Ratschluss gezeigt hat, mich weiter für sein Evangeliumswerk zu gebrauchen. Gott hatte Petrus nicht im Stich gelassen, sondern ihn aus dem Gefängnis, aus der Gewalt des Herodes befreit. Und als Gott eingriff und Petrus der Anweisung des Engels durch den Gehorsam des Glaubens folgte, konnten die Wachsoldaten und alle Stahltüren das Wirken Gottes nicht mehr behindern. Als Petrus mit der Mission Gottes kämpfte, Jesu Schafe auch unter den Heiden zu weiden, erfuhr er nicht nur die schmerzhafte Verfolgung, sondern auch Gottes besonderen Schutz und Fürsorge. Was lernen wir von Gott? Gott ist der allmächtige Herr, bei dem kein Ding unmöglich ist. Er befreit seine Leute aus dem Gefängnis, aus den Ketten und aus den Anfechtungen und Bedrängnissen dieser Zeit. Gott ist stärker und er ist mächtiger als alle Ketten und Gefängnistüren und Wachsoldaten. Für Gott war es kein Problem, ob drei oder vier Soldaten am Gefängnis waren und Petrus bewachten. Aber für Petrus war es, für Gott war es wichtig und er freute sich, als drei oder vier,
ja sogar die ganze Gemeinde im unaufhörlichen Gebet zu Gott betete. Gott bewahrt immer die geistlichen Leiter und er stärkt sie, indem er die unaufhörlichen Gebete der Gemeinde für sie erhört. Glaubt ihr daran, dass Gott eure Gebete für die Leiter erhört? Lasst uns unaufhörlich beten, dass Gott die geistlichen Leiter, auch die der nächsten Generation und unter den Studenten, von den verschiedenen Anfechtungen befreit, damit Gott sie als seine auserwählten Werkzeuge für sein Weltheilswerk kostbar gebraucht. In den letzten Monaten haben wir auch erfahren, dass Gott unser gemeinsames unaufhörliches Gebet für die Reparaturarbeiten am Zentrumsdach erhört hat. Gott hat insbesondere das Gebet seines Knechtes gesegnet, der im Glauben an Gottes Allmacht unaufhörlich gebetet und gekämpft hat, nicht nur verschiedenste Probleme zu lösen, sondern auch die Umgebung für das junge Erziehungs- und Weltmissionszentrum vorzubereiten. Auch die Mitarbeiter der nächsten Generation beteten und arbeiteten unaufhörlich mit, um das Haus Gottes für die Weltcampus-Mission zu bewahren. Dank sei unserem Herrn, der unser unaufhörliches Gebet erhört hat, dass dieses Haus für das Bibelstudiums- und junge Erziehungszentrum und als Gebetshaus für die Evangelisierung der M-Länder und Weltcampus-Mission weiter gebraucht werden darf. Nachdem ich eine Glaubensentscheidung getroffen hatte, mit meiner Hausgemeinde für die geistliche Mobilisierung der nächsten Generation Gott mein Leben zu weihen, griff Satan meine Hausgemeinde und die gesamte Gemeinde an. Aber ich erfuhr, dass die gesamte Gemeinde ohne Aufhören auch für mich zu Gott betete. Obwohl ich vom gottlosen Zeitgeist Tag und Nacht verführt und bedroht wurde, durfte ich mit Frieden schlafen. Gott befreite mich aber nicht nur von allem Bösen, sondern er gab mir auch durch seinen Engel klare Anweisungen. Aus 2. Timotheus 2,15. Bemühe dich darum, dich vor Gott zu erweisen, als einen rechtschaffenden und untadeligen Arbeiter, der das Wort der Wahrheit recht austeilt. Als ich diese Anweisung des Engels des Herrn folgte, durch die Zusammenarbeit für den Inductive Bible Study Workshop, erfuhr ich und bezeugte ich, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Teufels errettet hat, damit ich als ein geistlicher Hirte und Leiter für das Errettungswerk gebraucht werden darf. Wegen der unaufhörlichen Gebete der Knechte und Mägde Gottes für mich, darf auch ich mit Hesekiel 37,10 die Macht des Gebetes erfahren, dass Gott einen jungen Mathematikstudenten von den Ketten der Sünde befreit und ihn als einen der geistlichen Leiter für die Weltcampus-Mission erzieht. Betrachten wir uns nun die Verse 12 bis 17. Petrus begab sich zu dem Haus Marias. Maria war die Mutter von Johannes Markus. Warum ging Petrus dorthin? Als Petrus schlief und als Petrus im Gefängnis war, spürte er die Kraft des Gebets der Christen, die sich in Marias Haus versammelt hatten. Und er ging dorthin, um nicht nur ihnen zu danken, sondern ihnen auch die Botschaft Gottes weiterzugeben. Dort waren viele beieinander und sie beteten für Petrus. Petrus klopfte an das Hoftor. Und da kam eine Magd mit dem Namen Rode. Sie hörte nach, wer da wäre, und sie erkannte die Stimme des Petrus. Und voller Freude verkündete sie den anderen Christen, den anderen Gläubigen: Petrus steht vor der Tür! Was hatten die Christen gedacht? Sie dachten, sie wäre wahnsinnig, verrückt. Sie konnten sich höchstens vorstellen, dass es sein Engel wäre. Aber als Petrus immer weiter klopfte und sie die Tür endlich aufmachten, sahen sie Petrus vor ihren Augen. Sie entsetzten sich sehr. Sie waren so aufgeregt, dass Petrus sie mit einer Handbewegung beruhigen musste.
was tat Petrus danach? Er berichtete ihnen über die gnädige Führung Gottes aus dem Gefängnis und schloss seinen Bericht mit den Worten ab: Verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Danach zog er an einen anderen Ort. Hier ist Jakobus, der Bruder Jesu, gemeint. Jakobus, der Bruder Jesu, wurde der Leiter der Gemeinde in Jerusalem und Petrus zog weiter, um zu pionieren und der Mission Gottes zu dienen. Durch seinen Bericht wollte Petrus Jakobus ermutigen, auch inmitten der Verfolgung auf Gottes allmächtige Hand zu vertrauen und als ein verantwortlicher Leiter der Gemeinde in Jerusalem zu dienen. Herodes versuchte, die Gemeindeleitung zu zerstören, aber genau das Gegenteil war der Fall. Gott befreite Petrus aus dem Gefängnis und stellte Jakobus als Leiter für die Gemeinde in Jerusalem auf, sodass Petrus weiterzog und der Weltmission diente. In diesem Abschnitt haben wir das unaufhörliche Gebet der Gemeinde für ihren Leiter Petrus kennengelernt. Es ist auch ermutigend, dass in den letzten 3 Jahren die St. Martini-Gemeinde in Bremen für ihren Pastor Olaf Latzel betete, als dieser aufgrund seiner klaren Predigt des Wortes sogar von der Kirchenleitung abgesetzt und des Dienstes enthoben wurde. Sie durchlebten eine schwere Zeit, in der sie ohne ihren Pastor auskommen mussten. Aber die Gemeindeleitung blieb nicht hilflos, sondern sie rief zum Gebet auf, zum intensiven und anhaltenden Gebet um Bewahrung und Schutz für ihren Pastor. Nach 4 Monaten wurde Pastor Olaf Latzel freigesprochen. Und Gott gebraucht ihn nun weiter als vollmächtigen Prediger des Wortes und Kämpfer des Glaubens. Dank sei dem Herrn, auch für das unaufhörliche Gebet der Knechte und Mägde Gottes für das GLEF zur Mobilisierung der nächsten Generation als globale geistliche Leiter für die Weltmission. Gott segne jeden von euch am Gebet der Gemeinde vom frühen Morgen an, am Campus und in der Hausgemeinde und auch an den 1700 Hochschulen die mächtige Hand Gottes zu erfahren, dass Gott die jungen Leiter der nächsten Generation und Studenten von den Ketten der Sünde und von den Anfechtungen bewahrt und befreit und sie als Hauptpersonen für das geistliche Wiedererweckungswerk verwendet.